Christina, es gibt viele Hundetrainer. Gibt es Standards für die Zertifizierung zum Hundetrainer? Mittlerweile ja. Es ist bisher so gewesen, dass der Beruf quasi nicht geschützt ist. Das heißt, jeder konnte sich so nennen und jeder konnte auf verschiedene Versionen und Varianten arbeiten. Mittlerweile ist es so, dass es eine behördliche Zertifizierung von der Tierärztekammer gibt. Und das bedeutet, es gibt Qualitätsstandards, nach denen nun gute Trainer ausgewählt werden können. Aber wer sichert die Qualität in diesem Beruf? Das sind tatsächlich auch die Tierärztekammern. Im Prüfungskomitee sitzen Tierärzte, als auch wissenschaftliche Prüfer, genauso wie auch Hundetrainer, die dann den jeweiligen Prüfling, den Hundetrainer, testen und prüfen in Theorie und Praxis, als auch in einem Fachgespräch und dann das Ergebnis mitteilen. Du bist Hundetrainerin? Richtig. Wie lange dauert die Ausbildung? Das kommt darauf an, zu welchem Anbieter man geht. Also hier gibt es auch noch keine richtigen Normen oder keine Bestimmungen. Das heißt, es gibt Anbieter, man ist nach einigen Wochen fertig. Es gibt allerdings auch Anbieter, bei denen die Ausbildung 3 Jahre dauert. Hast du dich jetzt bewusst für diesen Job entschieden? Ja, vor 10 Jahren habe ich mich dazu entschlossen, Hundetrainer zu werden, habe eine lange Ausbildung gemacht, auch zur Verhaltensberaterin, habe mich auch selber behördlich zertifizieren lassen und arbeite glücklich und zufrieden seit 10 Jahren in diesem Beruf. Okay, dann wäre meine Frage nach der Zukunft bzw. der Zukunftssicherung eigentlich total irrelevant? Nein, das nicht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, denn da es bisher noch keine Norm gab, gab es natürlich auch verschiedene Ansichten, wie man mit einem Hund arbeitet. Und es gibt die wissenschaftliche Komponente, nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten oder nach dem Bauchgefühl. Ich höre zwar auch gerne auf mein Bauchgefühl, aber da muss ein entsprechendes Fachwissen hinter sein, um ein guter Hundetrainer zu sein. Und das soll eben durch die Zertifizierung zusammengemischt werden. Jetzt überwiegend bei Hunden. Was gibt denn das da für Problemverhalten bei Hunden? Was gibt es da für Kernthemen überhaupt? Das größte Problem ist eigentlich die Leinenaggression. Das bedeutet das Pöbeln an der Leine. Der Hund zieht also Herrchen oder Frauchen durch die Gegend. Und gerade eben, wenn man auf andere Hunde trifft, sieht es so aus, dass die Hunde dann gerne noch stärker an der Leine ziehen und eben auch Aggressionen zeigen. Und im schlimmsten Fall kommt es zu Bissverletzungen. Und dann sind wir natürlich schon wieder in dem Bereich, wo es schwierig für die Öffentlichkeit wird, eben mit solchen Hunden umzugehen, weil es natürlich eine Belästigung dasteht. Ist das zu empfehlen für Leute, die sich jetzt aus dem Tierheim, gerade aus dem Tierheim, ein neues Tier holen? Zu einer Hundeschule zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Denn dort lernen sie das kleine Einmaleins. Der Hund lernt das kleine Einmaleins der Hundeerziehung. Und es ist so, man steht einfach nochmal mit Rat und Tat eben auch den Hundehaltern zur Seite. Und es treten immer wieder Fragen auf. Ein Hund ist wie ein Kind. Das heißt, er durchlebt auch verschiedene Phasen und verschiedene Zeiten. Und das ist gut, wenn man einen Fachmann an der Seite hat. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, dieses Pöbeln an der Leine, dieses Zerren, dieses Beißen, dieses Schnappen. Wie lange dauert das, bis man das wegbekommen hat? Das kommt auch hier wieder auf den Hund an, weil jeder Hund ist individuell und natürlich auch auf den Halter. Das heißt, wie viel Zeit hat er, um Training zu investieren, um mit dem Hund die Übung zu machen, wie ist seine Aufnahmefähigkeit. Das heißt, eine Richtschnur können wir gar nicht mitgeben, sondern es kommt auf das jeweilige Team an. Aber jetzt brauchen wir natürlich auch einen Hundeführerschein. Wie lange dauert sowas und kann man sagen, wie teuer sowas überhaupt wird? Das ist auch wieder hier ganz unterschiedlich. Es gibt mögliche Vorbereitungskurse, diese sind keine Pflicht, aber der Halter hat die Möglichkeit, sowohl in Theorie als auch Praxis nochmal geschult zu werden. Häufig läuft das auch über Erziehungskurse ab. Dann läuft die Prüfung circa 2 Stunden ab, 1 Stunde Zeit für die Theorieprüfung und dann eine Zeit später auch nochmal 60 Minuten Zeit für die praktische Prüfung, worin der Halter eben geprüft wird und es kommt auf den Halter an, also nicht auf den Hund. Das bedeutet, die jeweilige Sachkunde wird vom Halter überprüft. Was wird denn da so angesprochen? Oh, da werden verschiedene Gebiete angesprochen. Das Thema Rechtsgrundlagen ist wichtig. Das heißt, ein Hundehalter muss wissen, wer ist dafür verantwortlich, den Hundekot wegzumachen und welche Rechte treten in Kraft, wenn ich eben mit meinem Hund so nicht durch die Stadt gehe, dass es eben angenehm für die Leute ist. Weiterhin müssen sich die Hundehalter im Bereich Welpenaufzucht auskennen, Ausdrucksverhalten, Kommunikation und so ein bisschen natürlich auch den Hundeknigge. Das heißt, was mache ich, wenn mein Hund frei läuft und mir kommen zum Beispiel Kinder entgegen? Da müssen die Hundehalter natürlich entsprechend wissen, dass der Hund sofort angeleint wird. Das klingt jetzt mehr so nach Theorie. Wie sieht die Praxis aus? Die Praxis sieht so aus, dass wir uns als Prüfer da die Teilnehmer angucken, die Hundehalter, wie sie mit ihren Hunden arbeiten. Wir werden die Grundsignale abfragen, das wäre ein Sitz, ein Platz, ein Hier, also sprich der sichere Abruf, die Leinenführigkeit und natürlich, wie der Hundehalter mit seinem Hund kommuniziert. Na, wie reagiert er in Stresssituationen, sowohl Hund als auch Halter? Und die Prüfung wird an 2 verschiedenen Orten abgenommen. Das bedeutet einmal in einem verkehrsberuhigten Bereich, ein gezäuntes Grundstück,
Stück, aber der zweite Teil findet dann in der Öffentlichkeit statt. Warum? Da es darum geht, dass der Hundehalter natürlich seinen Hund in der Öffentlichkeit führen kann, ohne andere Menschen zu belästigen und das natürlich stressfrei. Und genau deshalb geht man dann eben auch an den Ort des Geschehens und das bedeutet ab in die Stadt. Mhm. Nun hat man immer Angst vor Kosten. Muss ich das haben? Es ist unterschiedlich. Also Angst vor Kosten, natürlich kostet der Hundeführerschein, aber die Gebühren halten sich eigentlich noch im Rahmen. Die liegen zwischen 40 und 120 Euro. Hier kann allerdings die Hundeschule entscheiden, wie teuer der ganze Spaß wird. Und da gibt es keine feste Norm für. Mhm. Wenn mir das jetzt gefallen hat, ich habe jetzt einen Hundeführerschein und denke, Mensch, ich kann jetzt hier doch weitermachen zum Hundetrainer. Ist das möglich? Das ist hier möglich, das heißt, wir bilden aus und wir bilden auch so aus, dass wir auf die behördliche Zertifizierung vor der Tierärztekammer in Niedersachsen als auch Schleswig-Holstein vorbereiten. Das heißt, unsere Schützlinge werden nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgebildet, damit wir sie mit gutem Gefühl auch entsprechend vor die Kammern schicken können.